So, weiter geht's. Ja, ich habe mir einiges geleistet. Ja, ich habe auch, ihr seht da oben 17.000. Ich hatte vorher, glaube ich, weiß nicht, irgendwann mit in der 40.000. Inventar kann ich euch kurz zeigen. Oh, die Mütze habe ich noch nicht aufgewertet. Ansonsten ist alles auf 93. Ja, ich musste das mal hochbringen. Und ja, die Mütze werde ich noch aufmotzen, aber jetzt nicht. Jetzt werden wir erstmal zum Schiffsbauer gehen. Mal gucken, was der uns rät. Was der uns rät. Na komm schon. Der schwarze Bildschirm ist immer gut. Die Schönes Schnauze Schiff, zu halten. Telemenes. Cassandra! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Ich brauche dringend ein Boot. Jeder auf Kefalenia braucht ein Boot oder eine Überfahrt. Du kennst dieses Drecksloch. Mein ganzes Leben. Selbst wenn du ein Boot hättest, wer würde es rudern? Du? Ich gebe mein linkes Ei, um das zu sehen. Das ist Kefalenia. Hier finde ich immer jemanden, der eine Pechsträhne hat und fast umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Ja und? Das sind nur Gerüchte. Glaub nicht alles, was du hörst. Ich habe auch gehört, dass sein Schiff in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Danke, Keule. Ist ja Wahnsinn. So, jetzt gucken wir erstmal alle zusammen hier. Der Zyklop ist. Ja, klar. Gerüchten zufolge hat er ein Zentrum der Proneuherbinsel. Die war doch hier unten. Genau. Aha. Zentrum. Findest du Kleptusbucht? Ja, die ist dann hier unten, nehme ich mal an. Ich hoffe, dass es da ist. Nicht, dass ich da unten jetzt hinrenne und. Nein, nein, nein. Das muss. Ja. Okay. Wir setzen uns den Weg dahin. Den Weg. Wow, der ist aber. Moment, hallo? Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Und ja, Du willst ein Freunde. Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen erledigen. Zwei Fliegen, ein Schlag. Ja, das hast du richtig so erkannt. Das ist prima. Und jetzt mache ich hier erstmal Schluss und wir sehen uns an dieser Stelle da wieder beim Aussichtspunkt. Also, bis gleich. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Da bin ich wieder oder ihr auch. Ja, klasse. So. Irgendwo muss der Primat. Oh. Ah ja, das ist das Riesen. Das geht ja auch nach um die Ecke. Der Zyklon. Ja. Den nehme ich mir vor. Ja, das machen wir ja auch. Aber jetzt muss ich trotzdem erstmal weitermachen. Genau. Da kommen wir halt. Hier sind aber noch mehr. Kann doch nicht alles sein. Okay. Oh, lass es. Lass es. Nicht dieses unbedeutsame Wort mit zwei Buchstaben. Nee. Was haben wir denn da? Sind wir wieder Wölfe, ne? Jo. Sterneobservation. Ja. Jetzt will ich direkt da oben hin. Ich lass mich jetzt nicht aufhalten. Nö. Ich nicht ein. Ja, und ich bin vorhin, wie gesagt, auf dem Weg hierhin, habe ich auch einmal Orichalkos eingesammelt. Ja. Ah, hier sind wir. Ach, da hoch. Und
den Synchropunkt. Jawohl. Nee, hier sind keine Wölfe. Jo, beim ersten Durchgang habe ich das gemacht. Da habe ich die Alte laufend getroffen. Nicht den Wolf. Sie ist Gott sei Dank nicht gestorben, oder doch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja. Warte mal, kann ich da ran? Jo. Die gehen stiften. Na gut. Aber die kann ich jetzt gleich nicht im Rücken gebrauchen. Das ist es ja eben. Nee. Die kann ich... Das habe ich gemeint. Jetzt bin ich nur noch zu dämlich, die zu treffen. So, dann ist der eine. Ja, nachher fallen die mir in den Rücken, wenn ich da gerade so schön sneaky am Anschleichen bin. Dann komm her, ja. Sag mal! Ich hatte den im Fokus und... Ja. Ihr wisst, was jetzt kommt. Genau. Wir lassen es dunkel werden, hoffe ich. Ja, hoffe ich doch. Jetzt habe ich schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Aber gut. So, weiter geht's. Halt. Na dann. Ja, würde ich doch auch hoffen. Sehr gute Sache. Immer schön herkommen. Moment. Boah, ich sehe nichts. Da war doch... Jetzt kriege ich ihn nicht mehr? Das ist ja jetzt ein Scherz, ne? Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Ja, genau. Was jetzt? Ich hab doch nichts gemacht. Och, nö. Gar nicht gut. Alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Niemand auf dieser Insel darf dieses... Ich hören, dass man mich so nennt. Das habe ich nicht. Aber du bist so fett. Ich meine, so groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge. Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück! Du willst es? Hol's dir! Sorry, Leute, aber das konnte ich nicht ahnen. So. Genau. Wo ist der? Was jetzt? Was? Wie denn? Wo denn? Was denn? Ah, ja. Ich komm gleich wieder. Scheiße. Das wollte ich so nicht. So eine Kacke. Ja, das
Deshalb wollte ich es wirklich so nicht. Scheiße. So. Kommt in die Hufe. Kann nicht bald sein. Nee, ne? Nee, ist es auch nicht. Tja. So sieht das hier aus. Das ist das, was ich wollte. Och, nö. Ja, ganz gut. Und besonders. So. Nein, nein. Nee, ich hab noch ein bisschen mehr. Mann, ey. Jetzt lasse ich die scheißegal. Gut, ja, da kümmern wir uns gleich drum. Aber ich muss den Zimklops. Habe ich den Zimklops jetzt? Der muss doch hier irgendwo sein, oder? Ach, da liegt er. Gut. Achso, ja, Gefangene befreien. Ja, auf ihn will ich den nicht. Wir so, sollten nicht länger hier bleiben. Nein. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Warte. Ja, ich muss also noch ein bisschen was tun. Nee. Naja. Schauen wir mal. Hier ist keiner mehr. Ja, ich auch. Ja, gleich. Das lief jetzt gar nicht so, wie ich das wollte. Nee, wie ich mir das vorgestellt habe. Boah, ich habe gedacht, jetzt machst du schön alle nieder und dann der Endkampf. Herrlich. Dann wäre ich da schön mit meiner Rüstung reingegangen, aber nein. Ja. Scheiße. Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Aha. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas. Genau. Es ist mir eine Ehre. Ich bin Cassandra, Söldnerin von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Du hast gerufen, ich habe dich erhört. Viele behaupten, sie hätten göttliches Blut in den Adern. Du bist die Erste, der ich es glaube. Na, siehst du, geht doch. Wo kommst du her? Von überall und nirgends. Die Adrastea ist mein Zuhause, aber geboren wurde ich auf Mykonos. Ich habe keinen Fuß mehr dorthin gesetzt, seit ich zur Armee ging. Dann bist du ein Soldat? War ich. Meine Brüder und ich waren Schiffsführer in der Athena-Flotte, bis eines Nachts Poseidons Zorn unsere Schiffe versenkte. In jener Nacht habe ich es gesehen. Mhm. Es? Was hast du gesehen? Der Gott des Meeres entfesselt mehr als nur den Wind und die Wellen, wenn er wirklich zornig ist. Ich sah seine Bestie, sein mörderisches Schoßtier. Wenige glauben mir, doch dieses blinde Auge erinnert mich auf ewig daran. Die Strafe dafür, dass ich Poseidons Kreatur erblickt und überlebt habe, um davon zu erzählen. Naja, okay. Warum haben dich die Männer angegriffen? Ach, du kennst doch die Leute hier. Nichts für ungut. Ich erzählte von meiner letzten Reise und plötzlich führen sie sich auf wie ein Haufen Wildgewordener. Was hättest du ihnen denn erzählen können, dass sie so verärgert hat? Meine letzte Reise.
Wir fanden einen einzelnen Mann auf einem Floß. Bevor er starb, erzählte er eine Geschichte, die einem das Blut gefrieren lässt. Es ging um eine furchterregende Kreatur, so hässlich, dass es kein Wort dafür gibt. Und ich sagte nur, einäugiges Monster. Plötzlich werde ich in einem Tonkrug ertränkt. Ja, der Zyklop nimmt so etwas sehr persönlich. Er hat aber nicht... Also, hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Nun, da ich dein Schiff und dein Leben gerettet habe, schuldest du mir etwas. Immer diese Söldner. Weißt du, an wen du mich erinnerst? An mich! Mein jüngeres Ich, versteht sich, bevor ich meine wahre Bestimmung erkannt habe und mein Auge verlor. Wechsel nicht das Thema. Ah ja, ich bitte um Verzeihung. Du hast recht, ich schulde dir mein Leben. Was kann der demütige Barnabas für die mächtige Kassandra tun? Ich brauche ein Schiff samt Mannschaft. Natürlich tust du das. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Dienst. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastee. Ja, aber erst gleich später. Ja. Nee, wir machen das jetzt hier zu Ende. Ja, logisch. Jetzt haben wir ja mal angefangen. Jetzt machen wir. Müssen die noch alle befreien und dann müssen wir denen folgen und dann wieder quatschen und. Ja, 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 wir brauchen. Ja, tun sie auch nicht. So, komm, raus hier. Los, pst, ab. Ich dachte schon, dass ich hier sterbe. Ja. Jetzt rennt die wie blöde hier durch die Gegend. Und schreit. So, da hinten ist der Schatz. Da müsste, glaube ich, auch der andere Gefangene noch sein. Boah, halt doch einfach die Klappe, ey. Lass mich raus! Ich bin noch kein Tier! Nee, eigentlich nicht. Aber... So. Sekunde. Ey. So, komm, ich begleite dich. Ich danke dir. Kaum einen Tag auf Kefalenia und so heißt man mich willkommen. Ja. Schreckliches Volk. Es sind nicht alle so schlimm. Beweise es, indem du mich zu meinem Bruder Davos eskortierst. Ja, machen wir. Meine Drachmen gehören dir, wenn du das tust. Ja. So. Komm, hoppi hoppi. Los. Da sind wir schon. Ornius, endlich wieder vereint. Diese Söldnerin war das einzig gute Ei in einem Korb voll fauler Eier. Bezahl sie für mich, Davos. Alles für meinen kleinen Bruder. Ich sagte doch, es sind nicht alle schlimm. Genau. Naja, gut. So, jetzt fehlt mir aber immerhin noch ein Schatz hier. Oh. Da ist er. Was ist hier? Er will wieder mit mir wohin, wo ich da... Hopp, wo ich keinen Sender zu habe. Nun gut, hier alles erledigt. Genau das wollte ich. Aber ich bin mir noch nicht sicher, habe ich den wirklich gelootet in den... Aha. Was, liegt der hier, oder... Ist das der Spritzer? Nee, ne? Habe ich den denn hin verfrachtet, den Kameraden? Ja. Ersten Mal ist er mir hier durch die Gegend geflogen. Ja, aber sieht nicht danach aus. So. Jetzt die Quest. Wir müssen... Der große Bruch. Sprich mit Barnabas im... Achso, ja. Mensch. Sorry. Ich mag das nicht. Ach, guck mal hier, ist noch ein Fragezeichen. Das nehmen wir ja wohl noch mit, oder? Sonst macht das keinen Sinn. Ich werde den doch nicht aufheben. Bin froh, dass der da liegt.
noch? Jetzt aber nicht mehr. Da zuckt er denn noch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Die haben aber auch alle Pech. Weiß nicht, was das da oben ist. Werden wir gleich merken, was das ist. Ah. Jo, das ist der Turm. Da sind so ein paar Leutchen drauf. Hm. Ja, Trepidus. So. Ich glaube, ein oder zwei Schätze sind da. Zwei. Ja, und einer muss hier unten, oder? Oh, Mann. Einer nur? Sicher? Glaube ich nicht, oder? Doch. Es ist hier keiner mehr. Nur die vier. Na gut. Na, sauber. Jetzt setzen wir mal eine Fähigkeit ein. Die habe ich ja gar nicht, noch gar nicht eingesetzt. Genau. Würde ich sagen, wegen Ruck. Und tschüss. Durchsuchen. Alles. Habe ich da nicht gerade noch einen Schatz gesehen? Ach nee, der war da unten, richtig. Gut. Das war's. Wo der jetzt genau ist, weiß ich zwar auch nicht, aber wir werden ihn schon irgendwie finden. Er muss ja hier irgendwo. Und nehmen wir das hier. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt. Dabei wäre ich garantiert draufgegangen. Ja. So. Alles Roger. Wo müssen wir jetzt hin? Wie weit ist denn das überhaupt? 700 und, ja klar, logisch. Der Hafen ist da. Ja, ihr wisst, was das heißt. Wir sehen uns gleich wieder.